Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2 mit der Schlacht um Vols am Boss. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt nicht so geil auf unserer Seite. Wir haben nice Truppen, aber ich hatte das ja im letzten Part schon gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht ganz so geil, dass wir das auch gewinnen. Locker. Wir schlagen das Gefecht, wir machen eine Belagerungsschlacht draus. Und schauen uns mal an, wie wir uns da so schlagen. Ich meine, wir haben doppelt so viele Einheiten. Also wenn wir uns jetzt schlecht schlagen, dann weiß ich in Zukunft auf jeden Fall, dass wir keine Belagerungsschlachten um große Städte mehr machen. Was natürlich sehr traurig wäre, weil die sehr cool designt sind und eigentlich auch immer ganz cool zu spielen sind. Aber wir können uns ja nicht immer blamieren. Oder ich kann mich ja nicht immer blamieren, wenn ich solche Schlachten schlage. Dementsprechend werde ich das jetzt also als Testballon machen. Schauen wir uns das doch einfach mal an. So, da sind wir jetzt auch auf dem Schlachtfeld. Ich habe die Ladepause mal ein wenig übersprungen und wir warten und gucken, ob wir bessere Winde der Magie bekommen. Nein, natürlich nicht. 6. Okay. Gut, wir haben auf jeden Fall die Ramböcke. Wo ist der Rambock, den ich ausgewählt habe? Hallo? Ach, da ist der. Der sollte sich ja eventuell direkt von den Feinden postieren. Was ist das für ein Dings? Ah. Unsere beiden Dings. Und das sind die anderen beiden Dings. Und Bums. Der sollte auf jeden Fall die schnellste Route zum Tor haben. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Tor. Das heißt, theoretisch könnten wir versuchen, einen Zwei-Fronten-Angriff. Welchen hatte ich jetzt ausgewählt hier? Das ist der zweite. Wir könnten versuchen, einen Zwei-Fronten-Angriff zu starten, um die feindliche kleine Armee unter größeren Druck zu stellen. Sprich, also mehr Druck auf zwei Seiten zu machen. Anstatt nur auf einer Seite anzugreifen und dann da eventuell dann das Nachsehen zu haben. Die haben sehr viele Türme hier. Ich weiß nicht genau, wo ich meine Balliste aufstelle. Ich glaube, das ist ganz gut so hier. Was macht die hier? Schems gleißender Strahl. Verursacht magischen Schaden. Okay. Die Bogenschützen müssen auf jeden Fall dann weiter nach vorne. So, und dann kommen die anderen Bogenschützen mit auf diese Seite hier. Da kommt dann der Dings mit dazu. Und ihr geht auf die Seite. Starten wir das Gefecht. Einmal kurz ein Päuschen machen und schauen, wie die Einheiten hier aufgestellt sind. Das sind alles Bogenschützen. So. Und so. Kampfeinheiten vorn, was? Ich würde gerne eine lose Formation aufrufen, aber das funktioniert hier, glaube ich, nicht. So. Ich weiß nicht, wir sollten dann vielleicht einmal die Bogenschützen nach vorne schicken. Wir versuchen es einfach mal. Muss fallen, mein Herr. Stürmt die Stadt! Greift an! So, was passiert jetzt hier? Oh! Ja, das war jetzt nicht so geil. Spontan gesagt. Können wir versuchen, die Bogenschützen wegzuwemsen. Das ist unsere Dings hier. Die Archers werden angegriffen. Oh nein, ich habe vergessen, den loszuschicken. Oh, ein Trauerspiel ist das.
Was macht er jetzt hier? Ah, okay, er greift an. Jawohl. Damit stört er zumindest die Bogenschützen, die hier oben rumstehen. Was ist das hier? Weiß auch keiner. Boah, sieht aber ganz gut aus. Auch wenn wir gut Verluste einfahren hier bei den Bogenschützen. Sieht das einigermaßen gut aus. For the King, for the Queen, for the was auch immer. Angriff, Angriff. Boah, sie kann auch bestimmt einfach hier hochlatschen. Auch wurscht, sie soll doch hochlaufen jetzt hier. So, der Dings kann jetzt nochmal hier mit aushelfen. Einmal hier rüberfliegen. So, auf der rechten Seite von hier aus gesehen haben wir auf jeden Fall den Feind gut im Zaun gehalten. Kriegen wir das ganz nice hin eigentlich. So, ihr hört jetzt mal auf zu schießen. Die Archer können auch versuchen, mit hier hoch zu latschen. Wie sieht denn das aus? Können die auch zurückschießen? Können die hier so draufballern? Nee, glaube ich nicht, ne? Ist ein bisschen traurig, schade. Oh, das ist hier schon offen, das gibt's ja nicht. Torschaden, das Tor ist auch durchgedübelt hier. Wunderbar, rein mit euch Jungs, los. Sofort rein. Ich möchte einmal so einen kleinen Blick auf die Stadt haben. Sieht schon ganz nett aus. Hat sich doch schon gelohnt hier in die Schlacht zu ziehen. Und wir sehen auch ganz gut aus, was die Verluste und so angeht. Von daher haben wir da gar keine großen Probleme. For duty. Machen die jetzt hier eigentlich? Ja, ist auch wurscht. Im Zweifel gewinnen, das ist schon ganz okay. Macht eigentlich so eine Magierin. Huch. Alles niederknüppeln. Shield of the Everqueen. Ja, er macht auch gut Stimmung hier. Sieg! Damit gehört die Stadt uns. Gefecht beenden. Das müssen wir gar nicht weiterschlagen, weil wir wissen ja, uns gehört die Stadt. Entscheidender Sieg. Wundervoll. Talisman von Zafiri bekommen. Rang erhalten 6. Ausrauben, niederreißen. Besetzen. Wir besetzen das einfach nur. Städte für Dings. Was kriegen wir denn hier an Dingssteinen pro Runde? Steht hier nicht. Wo konnte ich das denn bei den anderen sehen? Da ist einer. Oh, 11 kriegen wir hier pro Runde. Ja, geil. Geile Scheiße. Das ist sehr, sehr cool. Er ist aufgestiegen.
Und verbessert noch die Moral seiner Leute, die um ihn herum stehen. Und hier fahren wir mal los und gucken uns nochmal die Leiche da an. Leviathan taucht auf. Mir wie im Schild. In einem Quell aus fauligem Wasser treibt die aufgedunsene Leiche eines uralten Leviathans an die Oberfläche. Eure Besatzung wird zur Erkundung ausgesandt, um zu sehen, welche Geheimnisse der Kadaver des Seeungeheuers birgt. Solch eine Expedition hat ihre Risiken. Die Kreatur sind dafür bekannt, im lebendigen Zustand Wirte für Parasiten so groß wie Wölfe zu sein und sogar Kolonien von scharfzahnigen aquatischen Humanoiden zu beherbergen. Dieses Mal ist die Leiche frei von solchen Passagieren. Stattdessen finden sich Schätze in seinem stinkenden Innereien. Jawohl, wunderbar. Das ist doch eine Freude hier, meine lieben Freunde. So, wir fahren dann aber wieder zurück nach Hause. Landerhoy. Und schauen uns das mal an, was hier so alles abgeht. Wollen wir das mal alles aufrüsten hier. Gut, und gehen eine Runde weiter. So. So, die Skellinger sind unterwegs, immer weiter zu uns. Was soll das? Die sollen das mal lassen. Es würde mich wundern, wenn die uns nicht angreifen würden. Die Druki, Dunkelelfen, wie die unwissenden Rassen sie nennen, sind ein hinterhältiges Volk. Behält man sie nicht im Auge, verseucht ihre Gerissenheit und Boshaftigkeit die Gesellschaft der Hochelfen. Unternehmt etwas, damit dies nicht passiert. Aufgabe abgeschlossen. Sorgt dafür, dass folgende gebaut wird. Promenade. Wegsteinsplitter haben wir als 55. Sind wir jetzt eigentlich führend hier? Nee, sind wir noch nicht, glaube ich, ne? Wir müssen uns sputen. Aufgabe erteilt. Verfügt über einen trüffelweisen Löwen. Okay. Champion of the Ever Queen. Of the Ever Queen. Tor Sentai. Wir müssen eigentlich diese Stadt noch einnehmen. Die haben 8 Mann in der Besatzung. So, hier könnten wir das ausbauen. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich müssten wir das in einer dieser kleinen Städte noch machen. Und außerdem haben wir jetzt gerade gar kein Geld dafür. Deswegen gerade nochmal Glück gehabt. Was sollen wir? Die komischen Dingslöwen, ne? Wo kriegen wir die denn her? Was brauchen wir denn dafür Einheiten? Weißen Löwen, hier. Den Hain brauchen wir dafür. Könnte man ja andenken, wenn es soweit ist. Was soll das hier eigentlich? Welch Schiffsräuber hier, weißt du? Sein Gesicht hat wohl noch gar nicht so richtig geladen. Zumindest die Texturen nicht. Merkwürdig. Aber die werden uns ganz schön auf den Sack gehen, glaube ich. Die werden uns angreifen. Ich weiß das jetzt schon. Das braucht ihr ja gar nicht mit mir bereden. Wir werden einfach angegriffen von denen. Das wird einfach mal wieder so typisch Standardscheiße sein hier. Und dementsprechend wollen wir da gar nicht drüber reden. Ich marschiere jetzt nochmal zum Tor Sethai, um da gleich anzugreifen und die Stadt uns auch noch unter den Nagel zu reichen, damit wir die gesamte Provinz haben. Und damit wir den ganzen Bums hier für uns beanspruchen können.
Sie kommen immer dichter. Aber sie gehen oben lang, jawohl. Vielleicht greifen sie... Pardon, vielleicht greifen sie doch jemand anders an. Und nicht mich. Das wäre natürlich schmackhaft. Barden Bjerke, das ist ein geiler Name. Der Barden Bjerke hat auch noch keine geladenen Texturen. Irgendwie sind die Einheiten hier komisch. Zumindest bei mir. Wer weiß, was da alles so passiert ist. Oh, Eiertanz. Bei einer großen Feier zur Ehre Vauls, des Schmieds, wird der Tanzboden geräumt, damit der Phönixkönig und die Immerkönigin gemeinsam tanzen können. Das noble Geschwätz und höfische Getuschel der Gäste mag schier kein Ende nehmen. Doch am Ende fragen sich viele, wem der Phönixkönig wohl die Ehre des zweiten Tanzes gewähren wird. Alle Augen blicken wachsam umher, auch die der Immerkönigin. Mit der Matriarchin von Schakre tanzen. Schracke. Einfluss minus 6, aber den Kundschafter kriegen wir. Chance, fremden Armeen im Umfeld zu entdecken. Chanceabwehr des Hinterhalts. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber Einfluss minus 6 ist halt blöd. Wir haben 55. Mit der Matriarchin von Illyrion tanzen. Einfluss minus 8. Illyrion Pferdeherr. Und darauf bestehen, dass Chakre und Irelion gemeinsam tanzen. Handelsabkommen, minus 50% durch Zölle aus Handelsabkommen. Alles klar, das klingt ja super geil. Aber Einfluss plus 18. Oder nicht am Tanz beteiligen, Einfluss minus 12, aber zufriedene Bevölkerung. Wollen wir Einfluss haben? Wir wollen Einfluss haben eigentlich. Komm, gehen wir diesen Schritt. Und so viel war das jetzt nicht. Scheinbar. Dass wir dadurch verloren haben. Vorwärts. Irgendjemand ist aufgestiegen. Ah, unsere Zamdilla. Zamdilla ist aufgestiegen und möchte hier Auskundschaften verbessern, eventuell. Oder das hier. Spezialist, erfolgreiche Heldenaktion. Armee blockieren, verwundet, Technologie stehlen, Korruption. Das sind irgendwie doofe Sachen. Ich würde ungern das... Stark gegen einzelne Angreifer, gut gegen große Kämpfer. Das ist halt blöd. Momentan haben wir ja nur große Armeen hier, die uns irgendwie angreifen. Von daher ist das nicht ganz so wild, wen wir da haben. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Steckst halt nicht drin. So. Dich wollen wir jetzt spontan noch nicht, auch wenn wir Silberhelme dadurch erstellen könnten. Development. Hier seht ihr übrigens noch, dass das am 24.09. noch nicht fertig war. Die Wiki. Aber die habe ich in den anderen Teilen eigentlich auch noch nicht benutzt. Dementsprechend ist das eher Wumpe. Ist jetzt nicht ganz so geil. Militärische Entwicklung 2. Jawohl, präzise Befriedigung habe ich gelesen. Alles klar. Da uns sonst momentan nicht viel bringt, nehmen wir das mal. Wenn wir schon mal weit aufgefächert sind, ohne Geld auszugeben für die einzelnen Punkte hier. Mustern gewechselt. Das heißt, er bildet weitere Einheiten aus. Gregor Sollmann kommt zurück. Ich glaube, ich weiß auch, was passiert ist, meine Freunde. Ich habe ja in dem Part einmal die Optionen gewechselt. Ich habe versucht, den komischen Bug, den ich da hatte, dadurch zu beheben, dass ich irgendwie das Spiel neu starte oder freeze, beziehungsweise was an den Optionen einstellen. Und ich glaube, ich habe die Texturqualität runtergestellt. Deswegen sieht das alles so komisch aus. Schauen wir uns das mal an. Ja, Mittel. Ich habe sie auf Mittel gestellt. Dabei war sie vorher auf Hoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt was ändert, wenn ich das jetzt mache. Im Vergleich zu vorher. Da stand ja, dass das eventuell erst übernommen wird, wenn das Spiel neu gestartet wird oder wenn die Kampagne neu geladen wird oder. Aber dementsprechend, das ist kein Problem gewesen von der Creative Assembly oder so, dass da irgendwas nicht richtig stimmt.
Das war meine Blödheit, dass ich vergessen hatte, dass ich das hier eingestellt hatte und nicht wieder rückgängig gemacht habe, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe. Dementsprechend, ruhig Leute, ruhig. Ist ja okay. Jetzt habe ich das zumindest eingestellt, dementsprechend wird das vielleicht dann danach wieder eingestellt. Wobei, es sieht jetzt besser aus, glaube ich. Wo ist der Typ von Dings? Ja, siehst du, jetzt hat er ein bisschen mehr Texturen. Ich kann das noch nicht auf Full Ultra spielen, weil dann würde mein Rechner zusammenbrechen. Ich habe leider noch keine gute Grafikkarte. Spendet mir bitte 4 Milliarden Euro, dann kann ich mir auf jeden Fall eine... Ach du Kacke, was ist denn hier los? Warum ist denn da so eine riesige Garnison da? Was ist denn jetzt verkehrt hier? Hui. Ready to serve. Ladriel, guide me. Ja gut, das ist natürlich jetzt ungünstig, würde ich sagen. Mir fehlt leider noch ein bisschen Bewegungsreichweite, um uns eventuell zu sagen, gut, wir gehen in die Verteidigungsposition. Das heißt, der mustert hier, bis er seine Armee voll hat und wir können nichts machen, weil er so eine riesige Garnison hat. Ich traue meinen Einheiten immer viel zu. War das irgendwie nicht... Ach, vorbei. Speichern wir. Und umstellen die Siedlung. Ich vertraue jetzt einfach darauf, dass unsere Einheiten geil sind und dass wir dementsprechend den Feind besiegen können. Jawohl. Besserer Angriff für Bogenschützen. Immer gern gesehen. Ich liebe Bogenschützen. Deswegen freue ich mich über die Wahl, dass wir hier die Hochelfen spielen, tatsächlich. Denn das macht mir deutlich Spaß mit den Bogenschützen, wenn die so geil sind. Ich wette mit euch, die komischen Skaven haben richtig schlechte Fernkampfeinheiten und müssen dann auf Masse statt Klasse setzen. Und das gefällt mir ab und zu nicht so gut. Man weiß es. Das hat bei den anderen Spielen immer nicht gut funktioniert, hat bei mir. So, wir sehen hier, wir haben den Feind gegen uns. Viele Bogenschützen. Reiter und einen Riesenadler. Aber wir haben einen Flammensäulen-Phönix, der vielleicht geiler sein könnte. Aber nur vielleicht, nur vielleicht. Wir haben außerdem noch einen Zauberer. Die haben wiederum nur einen Nahkampf- und einen Geschoss- und Speerinfanteristin, aber auch angeschlagen. Also die Armee ist angeschlagen und es sieht hier alles nicht so gut aus für uns. Aber das werden wir im nächsten Part alles erleben. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Falls ja, dann gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben, ne, wenn ihr das wollt. Ich wollte das nur nochmal erwähnen, falls ihr das vergessen haben solltet, dass das hier bei YouTube funktioniert. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.